Willkommen zurück zu Stardew Valley. Oh, ist das schön. Wundervoll. Regnet schon wieder? Dass du nichts mehr sagen musst. Sven, ich leg dir so einen Haken in die Fischtruhe. Oh, Inventar voll. Ich hab so viele Steine weg. Hier, increase chance to catch rare fish. Nice. Trüffel, also wird das ja nichts mit dem Trüffel. Sven, komm mal her. Achso, okay. Hier, kriegst du einen Basalt. Hast du bestellt. Danke. Ach nee, warte. Das wollte ich noch machen. Hab ich selbstverständlich nicht, nicht verkauft und alles. Ist ja klar. Oh, Kirsche! Und Aprikose! Ja! Wahnsinn, so sieht das bei den Obstbäumen aus. Ja. Der Kirschbaum ist richtig schick. Ich hätte nur Kirschbäume pflanzen sollen. Ah, das ist falsch. Ich habe mich gerade gewundert, warum da kein Iridium erstmal in die Truhe passt. Da ist alles wieder falsch reingeschmissen worden. Ich weiß nicht. Steht hier Mist, ich habe keinen Platz mehr. Oh, Kirschbomben. Die nehme ich doch mal mit. So, wer steht da vor rum? Ibims 1 Johann. Das Dino-Ei lege ich dann hier in die Gegnertruhe ab. Wo sind denn Schleim und so weiter? Da wo dieser Knochen als Symbol okay, alles klar, ja, macht Sinn. Genau. Ach, da stehst du auch vor. Boah, da ist Infinity Honig. Infinity Honig? Guck mal, Timo, hier sind 6 Honige. Soll ich die mal ernten? Ja, hab ich schon gesehen. Ja, nimm mit. Edelmetalle und Sandquarz und so ein Kram. Soll ich die verkaufen oder hast du damit was vor? Willst du da Met draus machen oder weiß ich nicht, was man da draus macht? Kann man daraus was machen? Kommt denn da rein? Ich glaube, Met kann man daraus machen. Egal, halt's erstmal bei. Ja. Ich tue die einfach in irgendeine Kiste. Ich finde schon eine geeignete. Machen wir. Behalten wir da irgendwie was? Oder? Ja, und dann kann sich jemand anders drum kümmern. Mayo draus machen. Habe ich erstmal Platz, das ist gut. 10 nach 9, dann können wir noch. Was schon mit hier? Nee. Ach, falsch abgebogen. Alex, machst du die Omnigeoden dann auf oder soll ich die am nächsten die Tag? Die Omnigeoden habe ich schon aufgemacht. Wir sind noch ganz viele. Huch, sind die noch sind noch von mehr gestern. Die von gestern mache ich heute nicht auf. Die kann ich morgen aufmachen. Morgen bin ich bei, ja, bei Gunther. Feld. Das ist ein Feld. Das ist doch. Ich meine natürlich Clint. Ab in die Höhle. Schneller. Ah, halt, ich brauche noch. Oh. Du sammelst nur ein und ich sag Hallo. Ja. So, ab geht's. Das Pferd ist on Tour. Achso, heute kommen die ja eh nicht raus, die Tiere. Können wir auch die Tür offen lassen? Ich kann sie auch zumachen. Ach, verdammt. Was? Hätte ich auch gesagt. Braucht doch noch Fackeln. Ohne Fackeln kann man doch keinen Hof dekorieren. Achso, ich habe noch Käse, den kann ich verkaufen. Wollen wir auch zur Schädelhöhle? Ja, ab die Maus. Ein Totem mitnehmen? Ja. Oh, so viel haben wir gar nicht mehr. Es waren doch irgendwie noch 8 Stück drin. Nein, mach mal 6 draus. Okay. Hat Johann schon fleißig daran gearbeitet zu dezimieren. Aber dafür sind sie ja im Prinzip auch da, ne? Auf der Straße. Nein, das Pferd steht vor dem Bus. Oh, sie fährt einfach los. Pam, die alle Wildsau. Da unten sind Würmer. Wo? Ja. Ah. Was kommt raus? Nee. Naja, langweilig. Jo. Ah, ich bin gegen Kaktus gerannt. Ich könnte stachelig werden. Oh, sag mal, ich muss doch einfach stehen bleiben. Das sind viel zu viele Mumien. Wo bist du? Wo auf welcher Ebene bist du? Ebene 3. Ebene 3. Hier ist ein Treppe. Verseucht mit Mumien überall. Ach du Scheiße. So, warte, weg.
Hier wird's gesprengt. Mega. Wo bist du? Oh ja, kommt hier in unsere Richtung. So, schnell. Hier geht's weg. Hier geht's runter. Jetzt weiß ich, was ihr meinte. Schon wieder Mumien. Verdammt. Wo bist du? Ich bin weg. Ich bin gleich wieder da. Ich hab mich verklickt. Okay. Du hast deinen Totem geklickt? Nein. Das wäre richtig bitter. Ah, das wär's noch. Aber wäre auch ein bisschen lustig. Mumien gerade angezogen irgendwie? Wieder da. So. Ehrlich. Ja, so. Spreng. Nee, spreng ruhig. Das ist eine gute Idee. Muss ja nicht immer so. Na, zu spät. Na, egal, suchen wir den Ausgang. Für die eine wir brauchen jetzt nicht die Megabombe raus. Ich hab eine Kirschbombe genommen. Die reicht so. Auch. Hast du? Okay. Ist nicht so dangerous. Ah, ich hab sie rechts unten. Okay. Oh, Schleim. Hackt mal, oder arbeitet mal hier weiter. Ich kümmere mich um die Gegner. Jo. Oh, hier geht's gleich runter. Wie hast du das denn gemacht? Der Schleim hat die Leiter versteckt. Ja, das nenne ich doch mal komfortabel. Oh, so ein komischer Drachenflügel. Ding da. Schlange. Okay, Moment, ich bin gleich da. Aua. Auch die machen sehr viel Schaden. Ja. Wer macht sehr viel Schaden? Die Schlangenviecher da. Fies. Schlangen. Oho. Treppe rechts, unten. Rechts unten? Okay. Was ist das denn? Abgefahren. Man kann auch ohne Spitzhacke die Lampen abbauen. Lampen? Ja, also ich habe gerade keine Spitzhacke, aber so. Ich muss die Laternen abbauen. Und das geht, indem man einfach nichts in der Hand hält und dann immer wieder X drückt. Dann klopft man da immer wieder dagegen, bis sie abfallen. Mit der bloßen Hand? Mit der bloßen Hand. Jetzt probiere ich das, ob das bei Steinen auch geht. Ja, gute Oha. Idee. Ja, und dann werde ich Karate-Kid. Ich wollte gerade sagen. Oha. Hey, das Tor ist weg. Jetzt kommt man hier ungehindert auf den Hof. Man kann durch das Beet laufen. Ich glaube, bei Steinen funktioniert es nicht. Okay, ich bin nicht Karate-Kid geworden. Schade. Hier ist eine Treppe! Oh, okay. Hier wird noch mehr angebaut. Guck mal. Achtung, kleine Sprengung. Wow. Wolfgang, pass auf! Oh, sehr gut. Das. Oh, Gott. Ah, Loch! Ja. Oh, sag mal! Muss mich da warnen. Treppe. Freigesprengt. Was machen wir jetzt noch? Ja. 6, das geht ja noch. Oh nein, Timo! Du hast eine Spitzhacke, oder? Ja. Kannst du einmal in den Nordwestteil des Hofes kommen und hier einmal das umgegrabene Feld weghacken? Bitte? Nordwest ist. Der Baumhof? Baumhof. Ist einfacher. Hier ist so ein Feld, da kann ich habe leider keine Spitzhacke und das ist umgegraben. Ich will da aber ein Stück Holzplatte hinsetzen. Danke. Das war's schon. Imbiss. Danke, Konrad. Mir wird schon der Honig hinterhergetragen. Wow. Hier, ganz unten ist eine Treppe. Ah. Ich weiß nicht, wo ganz unten. Oh, sag mal, wo bist du denn? Oh. Ah, nee, doch nicht. Oh. Oh, Buch? So, einfach nur geradeaus nach unten. Ich dachte, das nimmt kein Ende. Achso. Achtung, Sprengung. Oh, bist du des Wahnsinns? Oh, oh, Scheibenkleister. Schlange. Was seid ihr? Kennt ihr Snakes on a Plane? Doch, ist es nicht so weit. Oh, du, du denkst, du erkundest ganz harmlos die Schädelhöhle, doch plötzlich. Schlange! Schlange hat eine Bombe gedroppt. Das ist aber nett von der Schlange gewesen. Hier hast du einen vergessen, Konrad.
Ah, ein Schleim! Nein! Was soll ich tun? Achso, ich habe ein Schwert. Wie spät ist das? Das ist also 20 vor 8 erst. Ja, Zeit. Ah, hier geht's weiter. Oh, dieses Schwert, was einen heilt, ist richtig gut. Oh, hier ist gleich eine Treppe. Oh, was? Ah, shit, ich hänge fest! Na, oh, ja. Hier geht's weiter. Gut, spielisch. Oh nein, ich hab keine Spitzhacke. Schlange! Oh. Oh, jetzt geht das los. Willst du springen? Nein. Ich dachte gerade. Hier ist eine Treppe. Ah. Oh, sehr gut. Runter? Ja. Oha. Nein, oh, schon wieder wow. Was? Schon wieder? Oh mein Gott, und ich bin wieder nicht dabei. Kinder. Was war das denn eben? Irgendwie leckt es in den Händen. Ja. Entschuldigung. Oh nein! Ah, aua! Ich, ah. Ich muss erstmal was essen. Oh, hier was geht's gleich runter. Ich habe eine Treppe gefunden. So. Oh, direkt Schleim. Na, das ist ja. Herz allerdings. Hey. Wo bist du denn? Bei mir ist der Bildschirm. Ah, okay, jetzt geht's weiter. Stecken geblieben zwischen den Ebenen. Yep. Passiert in den besten Jahren. Ah, ja. Da geht's weiter. Oh, ach so. Ihr blöden Viecher, lasst mich doch in Ruhe. Warum müsst ihr mich denn jetzt hier angreifen? Will man mal in Ruhe hier ein bisschen den Hof dekorieren? Ach shit, doch, zu denken, die Kurve genommen. Oh oh. Nicht sterben, Timo! Ja, genau. Oh. Ah, Scheißkleister, da kommt die Schlange. Oh, ich muss erstmal. Wo hin. Ist die Schlange? Ich hab nichts zu essen mehr. No. Ich hau sie nichts auf. Zu essen? Warte, ich geb dir den Sashimi. Ich hab die Gegend an, ja. Alles klar. Oh, ein roter Schleim. Wieso hab ich den nicht genommen? Hier geht's weiter. Ist vielleicht irgendwie im. Bietet an. Ja. Hä? Hab ich noch was zu essen? Nochmal den Inventar auf. Noch Escape. Ah, hervorragend, danke. Entschuldigung. Jetzt futter erstmal. Oh, okay, auf geht's. Puh, das war ja spannend hier gerade. Bist du schon zurück? Ja, ich bin fast tot. Dann sollten wir uns zurückziehen. Ja, die Treppe. Gehen wir noch runter? Ja. Eine prähistorische Ebene kommen, das will man nicht verpassen. Ja, die sind richtig gut. Da ist die Treppe, wollen wir noch weiter? Ja. Ha, so, ist ich schwimmt in der Nase. Nee, jetzt nicht. Gesundheit! Nein! Was ist schnell weg! Nach Hause? Ja, los. Johann, das ist, weil du bestimmt Level 10 bist. Oh Mann. Warten auf. Also, du hast mich angeklickt. Die Schlangen sind jetzt auf dem Hof. Was? Die Schlangen sind auf dem Hof? Was? Wie geht das denn? Oh Gott, können wir bitte Johann aus dem Let's Play verbannen? Was denn hier? Lass mal nach Hause! Ah, oh Gott, ist alles voll Monster! Wir müssen ins Bett gehen, schnell! Oh. Ich geh einfach in irgendein Bett. Ich auch. Alles voll Fahrrad, wie es gewesen. Ja, danke, Johann. Gut, dass du auf Level 10 bist. Das ist schon ziemlich witzig, ja. Wundervoll. Heute haben wir ein bisschen den Hof dekoriert. Das war mega gut.
Ich bin noch nicht ganz fertig geworden. Ich glaube, da muss ich morgen noch ein bisschen mit weitermachen und dann kann ich die Iridium-Spitzhacke abholen. Und dann kann ich richtig heftig die Steine vermöbeln. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao. Ciao.